Hallo und willkommen zurück zu Doki Doki Literature Club. Wie ich in der Videobeschreibung des letzten Videos zu Doki Doki schon geschrieben hatte, werde ich jetzt gleich einfach ein paar Gedichte überspringen und zu dem wichtigeren Part der Story übergehen und euch eine kleine Zusammenfassung darlegen. Bis gleich! Okay, zu Monikas Schreibtipp des Tages musste ich nochmal kurz... Das darf ich euch nicht vorenthalten. Hier ist Monikas Tipp des Tages. Manchmal siehst du dich mit einer schwierigen Entscheidung konfrontiert. In so einem Fall solltest du nicht vergessen, dein Spiel zu speichern. Du weißt nie, wann du deine Meinung änderst. Oder wenn etwas Unerwartetes passieren könnte. Moment, bezieht sich dieser Tipp überhaupt auf das Schreiben? Wovon rede ich überhaupt? Hahaha, das ist mein heutiger Tipp. Well, we will see. Again. Beri, du hast doch nicht mit ihr geflirtet, oder? Ihr ist Sayori. Natürlich nicht. Ich habe sie so behandelt wie immer. In Ordnung. Ich wollte nur sicher gehen. Ich weiß, wie viel sie dir bedeutet. Es wäre schrecklich, wenn ihr etwas Schlimmes zustößen würde. Also behalte sie etwas im Auge. Seit du in den Club eingetreten bist, verhält sich Sayori viel fröhlicher. Was könnte denn nur plötzlich passiert sein? Ach, ist auch egal. Und, ja. Wir sehen uns später wieder. Okay, also, Zusammenfassung. Wir haben morgen ein Festival. Es ist Sonntag bereits. Ich hatte mich dazu entschieden, das Festival, die Vorbereitungen für das Festival mit Natsuki zu machen. Denn, naja, ich hatte nur Yuri und Natsuki zur Auswahl. Sayori und Monika helfen sich gegenseitig, das heißt, da kann ich dann auch nicht viel machen. Ich war eben aber bei Sayori zu Hause, weil sie frühzeitig am Freitag aus der Schule gegangen ist, aus dem Literaturclub gegangen ist, weil es ihr nicht so gut ging. Sie hat mir gerade erzählt, dass sie schon seit Jahren oder halt schon seit immer eigentlich unter Depressionen leidet. Und dass sie uns das nicht erzählt hat, weil wir so ein guter Freund von ihr sind. Es gab ein bisschen Geweine. Wir haben ihr natürlich gesagt, dass wir immer für sie da sind und dass wir auch alles daran setzen werden, dass wir die Tage für sie schön machen. Und jetzt kommt Natsuki zu mir und backt mit mir ihre Cupcakes. Auf meinem Heimweg habe ich immer noch dieses ungute Gefühl in der Magengrube. Aber es ist schwer, darüber nachzudenken, wenn doch gleich auch noch Natsuki vorbeikommt. Ich denke, dass Sayori recht hat. Ich sollte mir nicht so viele Sorgen machen. Morgen werden wir bestimmt ganz viel Spaß haben. Ich sollte mich nur auf das konzentrieren, was vor mir liegt. Ich verbrachte nur wenige Minuten zu Hause damit, nervös auf Natsukis Ankunft zu warten. Bevor ich mich versah, schrieb sie mir, dass sie vor der Tür steht. Ich ließ sie sofort hinein. Och. Süße Klamotten. Was geht? Hallo. Ich weiß zwar nicht, was ich erwartet hatte, aber eine Natsuki, die etwas anderes als ihre Schuluniform trägt, bringt mich völlig aus dem Konzept. Sie in solch einem süßen Outfit zu sehen, zeigt erst, wie schrecklich die Uniform im Vergleich dazu ist. Oh Mann, jetzt schau mich nicht so an. Mir wird ja ganz unbehaglich dabei. Das wird ein langer Nachmittag, also sei nicht komisch, nur weil du es nicht gewohnt bist, mich außerhalb der Schule zu sehen. Ich komme jetzt auf jeden Fall herein. Wie ich sehe, hast du viel mitgebracht. Natsuki trägt eine große Tüte, vermutlich gefüllt mit lauter Backutensilien. Skippe es mit dem Backen kurz, denn ich denke nicht, dass da allzu viel Krasses passieren wird und wir sehen uns dann einfach gleich wieder. So, wir haben gebacken. Es gab einen kleinen awkward Moment, wo ich oder der Main-Charakter Natsuki Zuckerguss vom Finger geleckt hat. Und dann ist Natsuki auch schon wieder verschwunden. Der Nachmittag schien ihm nur verflogen zu sein. Aber was noch wichtiger ist, habe ich überhaupt die Chance genutzt, näher zu kommen, so wie ich das gewollt hatte? Wolltest du das überhaupt? Bro, wolltest du das überhaupt? Wollten wir nicht Sayori näher kommen? Nun, okay, ich mache mich dann mal auf den Weg. Danke für all deine Hilfe und so. Wir sehen uns morgen. Warte, Natsuki. Hä? Was du vorhin gesagt hast, dass ich nicht oft diese Chance bekomme.
Das muss ja so nicht sein. Ich hatte heute viel Spaß. Du hast mir gezeigt, wie lustig das Backen sein kann. Wie du es gewollt hast. Aber abgesehen davon kannst du jederzeit vorbeikommen, okay? Ich würde gerne mehr Zeit mit dir verbringen, wenn das möglich ist. Wir können Mangas lesen oder ausgehen. Meinst du das wirklich? Natsuki schaut mich angestrengt an, als wolle sie jede Gesichtsregung verbergen. Ja, ich will mehr Zeit mit dir verbringen. Beri, ich dachte, dir geht es nur darum, das hier zu erledigen. Es tut mir leid, dass ich heute so früh gehen muss. Das wollte ich echt nicht. Ich würde wirklich gern länger bleiben, wenn ich könnte. Ich empfinde dasselbe wie du. Plötzlich bewegt sich Natsuki näher auf mich zu. Warte, Natsuki. Nur wenige Zentimeter von mir entfernt schaut Natsuki mir in die Augen. Ich fühle, wie ihre Finger vorsichtig mein Shirt berühren, als wolle sie sich an mir festhalten. Ich kann nur noch ihre rosigen Wangen und leuchtenden Augen sehen, sowie ihre leicht geöffneten Lippen. Was geschieht hier? Mir wird ganz schwindelig, als ich ihren sanften Atem auf meiner Haut spüre. Ich habe es jetzt schon seit einer Weile gefühlt. Natsuki schreckt plötzlich zurück. Sayuri? Hallo, Beri. Sayuri? Wir wollten da gerade nicht... Es ist okay, Beri. Ich bin nur hier, um kurz Hallo zu sagen. Ah, nun, du hättest etwas eher kommen sollen. Ich wollte gerade gehen, also... Ach, wirklich? Wie schade. Nun ja, wir werden uns ja morgen im Festival sehen. Ist vorher nur ja keine Cupcakes. Nun gut, bis dann. Natsuki hat diese Situation ganz offensichtlich etwas verwirrt. Sie eilt davon und winkt Sayuri zum Abschied zu. Sayuri, ich dachte, du wolltest heute nicht vorbeikommen. Also, ich habe versucht, in meinem Zimmer zu bleiben, aber meine Vorstellungskraft ist mit mir durchgegangen. Daher musste ich herkommen und mich selbst davon überzeugen. Wovon? Wovon redest du? Weißt du, wie viel Spaß du mit Natsuki hast und wie nah ihr euch gekommen seid. Es macht mich sehr glücklich, dass ihr so gute Freunde geworden seid. Das ist mir am allerwichtigsten. Dicke Tränen rollen Sayuris Gesicht hinab. Das ist mir am allerwichtigsten. Warum fühle ich mich nur so, Beri? Ich sollte mich doch für dich freuen. Warum habe ich das Gefühl, dass mein Herz zerbricht? Es tut so weh. Alles tut so weh. Es wäre viel einfacher, wenn ich einfach verschwinden könnte. Sayuri, sag sowas nicht. Es ist wahr, Beri. Wenn ich nicht hier wäre, dann müsstest du nicht dein Mitgefühl an mich verschwenden. Du müsstest dich nicht mit meiner egoistischen Art herumärgern. Monika hatte recht. Ich sollte einfach... Monika? Monika hatte womit recht? Sayuri, es ist wahr, was ich vorhin gesagt habe. Ich werde das nicht weiter zulassen. Du stellst das als eine Belastung dar, dass ich mich um dich sorge und kümmere, aber das ist es nicht. Es macht mich glücklich. Und ich möchte es gegen nichts in der Welt tauschen, auch wenn es ein Leben lang dauert. Ich werde so lange an deiner Seite bleiben, bis du keinen Schmerz mehr spürst. Aber Sayuri blickt weg. Ich lege ihr zur Versicherung eine Hand auf die Schulter. Bruh. Ich habe Angst, Beri. Richtig viel Angst. Wovor hast du Angst, Sayuri? Ich habe Angst, dass ich dich möglicherweise mehr mag, als du mich. Sayuri? Es stimmt, nicht wahr? Ich war schwach und begann, dich viel zu sehr zu mögen. Ich habe mir das selbst eingebrockt. Beri, ich mag dich so sehr, dass ich sterben will. Oh mein Gott. So fühle ich mich. Und... Das ist genug, Sayuri. Ich will dir nicht mehr wehtun. Ich streiche an Sayuris Arm entlang und drücke ihre Hand in meine. Erinnerst du dich daran, wie ich dir sagte, dass ich immer weiß, was das Beste für dich ist? Glaubst du mir das immer noch? Sayuri nickt wortlos. Auch wenn du nicht all deine Gefühle verstehst. Ich verstehe sehr wohl, was du jetzt am besten brauchst. Am meisten brauchst, sorry. Und das werde ich dir jetzt geben. Kleiner Disclaimer, es ist scheißegal, was wir antworten. Ich liebe dich. Hä? Das sind meine wahren Gefühle. Daher ist es ganz unmöglich, dass du mich mehr magst, als ich dich.
Das hätte ich, es hätte mir schon viel eher klar sein sollen. Aber nachdem ich Zeit mit all den anderen im Club verbracht habe, neue Freundschaften geschlossen habe und jeden Tag viel Spaß mit dir gehabt habe, ist mir bewusst geworden, dass du wirklich die wichtigste Person für mich bist. Daher werde ich all deine Lasten mit dir tragen. Solange wir so wie jetzt jeden Tag weitermachen, mit dir an meiner Seite, weiß ich, dass wir beide glücklich sein werden. Riri? Sayori umarmt mich plötzlich fest. Riri, ist das wirklich in Ordnung? Ja. Ich halte Sayori in meinen Armen und ziehe sie näher zu mir heran. Du musst mich nie mehr loslassen. Ich liebe dich, Riri. Ich will für immer mit dir zusammen sein. Ich auch. Ich spüre, wie Sayori ihre Umarmung etwas lockert. Was ist das, Sayori? Ich sollte jetzt glücklich sein. Ich hatte immer geglaubt, dass dies der glücklichste Moment in meinem Leben sein würde. Aber warum? Sogar jetzt? Warum verschwinden die dunklen Wolken nicht? Sie ziehen einfach nicht weg, Beri. Schon gut, Sayori. Es kann eine Weile dauern, bevor es wieder besser wird. Ich werde die ganze Zeit an deiner Seite sein, ganz gleich, wie lange es auch dauert. Alles andere ist jetzt unwichtig. Oh, okay. Ich vertraue dir. Sayori und ich lassen uns langsam los. Also, damit wäre das Festival morgen dann unser erstes Date, was? Ja. Was willst du damit sagen? Ich will über solche Dinge nicht nachdenken, verstehst du? Ich will, dass alles so ist, wie es immer war. Auch wenn wir tatsächlich ein Paar sind. Ich weiß nicht, ob ich momentan mehr verkrafte. Das ist alles sehr neu für mich und macht mir Angst. Ich verstehe. Du gibst das Tempo vor, bei dem du dich wohlfühlst. Hey, Riri. Sayori blickt mich wieder an und lächelt traurig. Sogar wenn ich sehr, sehr traurig werde. Das ist das Beste für mich. Richtig? Hä? Ich verstehe nicht ganz, was Sayori damit meint. Willst du damit sagen, dass dich das traurig macht, Sayori? Ich weiß nicht. Ich verstehe meine Gefühle nicht. Als du mir gesagt hast, dass du mich liebst, fühlte sich das wie ein Strauß voller Dornen an. Aber darum will ich dir vertrauen. Du weißt, was das Beste für mich ist. Ja, das tue ich. Das verspreche ich dir. Zwar kommen diese Worte aus meinem Mund, aber ich habe mich bei Sayori noch nie so unsicher gefühlt. Ich weiß, dass ich sie liebe und sie mich liebt. Aber ich kann Sayoris Gefühle genauso schwer nachvollziehen wie sie. Obwohl ich sie trösten kann, frage ich mich, ob ich mehr tun oder etwas anderes versuchen sollte. Mit diesen Gedanken werde ich mich so langsam herumschlagen, bis alles wieder beim Alten ist. Meinte Sayori das, als sie sagte, dass sie keine Änderungen will? Ich weiß nicht. Aber ich weiß, dass ich alles geben werde, was in mir steckt. Sayori ist die allerwichtigste Person auf der Welt für mich. Und ich werde alles dafür tun, um eine glückliche Zukunft mit ihr zu haben. Heute ist der Tag des Festivals. Ich hatte gerade deswegen erwartet, zusammen mit Sayori zur Schule zu gehen. Aber Sayori geht nicht ans Telefon. Ich überlege kurz, ob ich zu ihr nach Hause gehen und sie aufwecken soll, aber entscheide mich dann doch dagegen. In der Zwischenzeit sollten die Vorbereitungen für die Veranstaltungen fast abgeschlossen sein. Es gelang mir, alle Cupcakes auf einmal zu transportieren. Beide Bleche sind vorsichtig übereinander gestapelt. Natsuki schreibt sich schon die Finger wund, aber da ich beide Hände voll habe, kann ich ihr nicht antworten. Interessanterweise denke ich über die Veranstaltung vermutlich das gleiche wie Natsuki. Ich bin echt froh, wenn alles vorbei ist, damit ich mich mit Sayori und Natsuki auf dem Festival umsehen kann. Aber so wie ich Monika kenne, wird die Veranstaltung sicher auch toll. Beri, warum läuft keine Musik? Du bist der Erste. Danke, dass du so früh gekommen bist. Das ist echt komisch. Ich hatte erwartet, dass zumindest Yuri schon hier sein würde. Monika legt kleine Heftchen auf jeden Tisch im Klassenzimmer. Die hat sie vorbereitet und darin stehen sicherlich all unsere Gedichte, die wir vortragen werden. Ich habe letzten Endes Monika irgendein Gedicht geschickt, das ich online gefunden hatte und von dem ich annahm, dass es ihr gefallen würde. Das werde ich also vortragen. Ich bin überrascht, dass du ohne Sayori hier auftauchst. Ja, sie hat schon wieder verschlafen, das kleine Dummerchen. Dummchen, I'm sorry. Man sollte doch denken, dass sie sich an einem so wichtigen Tag mehr anstrengen würde. Während ich das sage, erinnere ich mich plötzlich an das, was Sayori mir gestern erzählt hat. Und sofort fühle ich mich schlecht, denn ich weiß, dass dies alles überhaupt nicht so einfach für sie ist.
Ich habe das nur gesagt, weil ich es gewohnt bin, so über sie zu denken. Aber vielleicht hätte ich sie doch aufwecken sollen. Du sollst schon etwas Verantwortung für sie übernehmen, Veri. Ganz besonders nach dem, was gestern zwischen euch vorgefallen ist. Du hast sie heute Morgen schon arg hängen lassen, weißt du? Vorgefallen? Monika, du weißt davon? Natürlich tue ich das. Schließlich bin ich die Clubpräsidentin. Aber, ich stammelte verlegen, hat Sir Yuri ihr wirklich so schnell davon erzählt, dass wir jetzt ein Paar sind? Ich wollte es ja eigentlich noch etwas geheim halten. Oh Mann. Du kennst ja nicht die ganze Geschichte, also keine Sorge. Ich weiß wahrscheinlich viel mehr, als du denkst. Monika ist so freundlich wie immer, aber aus irgendeinem Grund läuft es mir jetzt eiskalt den Rücken hinunter. Hey, willst du dir die Heftchen ansehen? Sie sind echt gut geworden. Ja, genau. Ich nehme mir ein Heftchen vom Tisch. Oh, das sind sie wirklich. Damit werden die Leute den Club ganz bestimmt viel ernster nehmen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich blättere durch die Seiten. Das Gedicht von jedem Mitglied ist akkurat auf jeweils eine Seite gedruckt, was einen sehr professionellen Eindruck hinterlässt. Ich erkenne Natskis und Juris Gedichte wieder. Es sind dieselben, die sie auch bei der Probe vorgeführt haben. Was ist das? Ich blättere zur Seite mit Sayuris Gedicht. Es ist nicht das, was sie geübt hatte. Das kenne ich überhaupt noch nicht. Verschwinde aus meinem Kopf, 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 verschwinde aus meinem Kopf. Verschwinde aus meinem Kopf, bevor ich das tue, was für dich am besten ist. Verschwinde aus meinem Kopf, bevor ich alles höre, was sie mir gesagt hat. Verschwinde aus meinem Kopf, bevor ich dir zeige, wie sehr ich dich liebe. Verschwinde aus meinem Kopf, bevor ich mit dem Schreiben dieses Gedichts fertig bin. Aber ein Gedicht ist nie wirklich fertig. Es hört nur auf, sich zu bewegen. Ah, was ist das? Beim Lesen des Gedichts wird mir ganz komisch im Magen. Veri? Stimmt etwas nicht? Ach, nichts. Dieses Gedicht ist ganz anders als alles, was Sayuri sonst so geschrieben hat. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe meine Meinung geändert. Ich werde Sayuri holen, also gut, aber bitte beeil dich, okay? Ich verlasse schnell das Klassenzimmer. Überanstreng dich nicht, das ruft Monika mir hinterher. Ich gehe noch einen Schritt schneller. Das habe ich mir nur gedacht. Ich hätte mehr Einsatz für Sayuri zeigen müssen. Es ist doch keine so große Sache, auf sie zu warten oder ihr mit dem Wachwerden zu helfen. Es macht's ja schon glücklich, zusammen zur Schule zu gehen, was wirklich keine große Sache ist. Außerdem, gestern habe ich ihr noch gesagt, dass alles so sein wird wie immer. Mehr brauchte sie nicht und genau das wollte ich ihr geben. Ich erreiche Sayuris Haus und klopfe an die Tür. Ich erwarte keine Antwort, da sie auch nicht ans Telefon geht. Ich öffne die Tür und gehe hinein, genau wie gestern. Sayuri? Sie hat wirklich einen tiefen Schlaf. Ich schlucke. Ich kann nicht glauben, dass ich das am Ende doch tue. Sie in ihrem eigenen Haus zu wecken. Das ist wirklich etwas, was ein Freund tun würde, nicht wahr? Nicht wahr? Wie dem auch sei, es fühlt sich richtig an. Ich klopfe an Sayuris Zimmertür. Sayori? Aufstehen, Kleine. Keine Antwort. Ich wollte wirklich nicht einfach so das Zimmer betreten. Verletzt das nicht die Privatsphäre einer Person? Aber sie lässt mir keine andere Wahl. Ich öffne vorsichtig die Tür. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ist das ein Albtraum? Das muss es sein. Das ist nicht wahr. Das kann unmöglich wahr sein. Sayori würde so etwas nicht tun. Bis vor ein paar Tagen war noch alles normal. Darum kann ich ja auch nicht glauben, was ich da mit meinen Augen sehe. Ich unterdrücke mühsam meinen Brechreiz. Erst gestern, sagte ich Sayori,
dass ich für sie da sein würde. Sagte ich ihr, dass ich weiß, was das Beste für sie ist und dass alles wieder in Ordnung kommen wird. Warum dann? Warum würde sie so etwas tun? Wie kann ich nur so hilflos sein? Was habe ich falsch gemacht? Ihr zu gestehen, ich hätte ihr nicht meine Liebe gestehen sollen. Das ist das Letzte, was der Jori in diesem Moment gebraucht hat. Sie hat mir sogar gesagt, wie schmerzlich es ist, dass andere sich um sie sorgen. Warum in aller Welt habe ich ihr dann meine Liebe gestanden und so dafür gesorgt, dass es ihr noch schlechter geht? Warum war ich so egoistisch? Das ist alles meine Schuld. Meine Gedanken rasen und mir fallen tausend Dinge ein, die ich hätte tun können, um das zu vermeiden. Wenn ich nur mehr Zeit mit ihr verbracht hätte, mit ihr zur Schule gegangen wäre und einfach nur wie immer mit ihr befreundet geblieben wäre, dann hätte ich das verhindern können. Hättest du nicht. Ich weiß, dass ich das hätte verhindern können. Nein, hättest du nicht. Scheiß auf den Literaturclub. Scheiß auf das Festival. Ich habe gerade meine beste Freundin verloren. Ich bin mit ihr aufgewachsen. Jetzt ist sie für immer fort. Ich kann nichts tun, um sie zurückzubringen. Das ist kein Spiel, das ich einfach zurücksetzen und dann etwas anderes probieren kann. It is. Ich hatte nur eine Chance und ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt werde ich diese Schuld mit mir tragen, bis zum Ende meines Lebens. Nichts in meinem Leben ist mehr wert als das ihre. Und trotzdem konnte ich nicht tun, was sie von mir gebraucht hatte. Und jetzt kann ich es nie mehr gut machen. Nie mehr. Nie mehr. Nie mehr. Nie mehr. Nie mehr. Ende. Okay, die haben gerade gesagt, oder das stand eben noch, wir sollen in die Dateien gehen. Ja. Wir gehen einmal kurz zurück. Ja. Und da gehen in die Dateien. Hier stand was drin. Okay. Bla bla bla, verstehe ich alles nicht. Oh Mann, hoffentlich habe ich nichts kaputt gemacht. Moment, das kann ich wahrscheinlich richten, glaube ich. Wobei, weißt du was? Es wäre doch viel einfacher, wenn ich sie einfach löschen würde. Schließlich ist sie es, die alles so schwer macht. Aha, okay, dann mal los. Wollen wir uns fröhliche Gedanken angucken? Fröhliche Gedanken. das hat sich auch geändert, aber davon verstehe ich halt gar nichts. Das hatte ich. Zurücksetzen wollen wir nicht. Und ja, hier fehlt Sayori dann auch schon. Dichtwörter. Das hat sich alles eben aktualisiert, also vor nicht mal. Okay. Sayoris Wörter. Natsukis Wörter. Yoris Wörter. Okay. Das sind keine Monika-Bilder, Monika-Wörter bei. Intern, irgendwas noch. Das hat sich auch. Hier ist noch ein Backup von. Oh, warte. Hä? Das ist doch ein ganz anderes Datum als heute. Sehe ich jetzt erst? What the fuck? Well, okay. Akzeptieren wir einfach so. Ja. Ich würde sagen, das war's dann mit der Folge für heute. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann ein bisschen mehr dazu an. Bis dann!